The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Ja, liebe Freunde, falls ihr noch keine Möglichkeit habt, eure XDC von der Börse zu ziehen und vernünftig abzuspeichern, ich nutze dafür das Descent Wallet und ihr erhaltet nach wie vor 30% Nachlass darauf. Link zum Produkt und auch ein Link zu dem Produkt Review findet ihr in der Videobeschreibung und jetzt let's go! Celsius bankrott? Fragezeichen, Fragezeichen. Das ist, deine Meinung ist mir wichtig und was du von der Mafia hältst. Oh ja, da bin ich richtig. Diese Mafia-Geschichte, da bin ich jetzt mal gespannt. Let's go! Plötzlich da sitzen und sagen, verdammt, ist jetzt mein gesamtes Geld weg. Und diese Angst ist jetzt natürlich extrem groß und sie ist natürlich auch zum Teil berechtigt. Man muss aber natürlich sagen, zurzeit ist überhaupt noch nichts jetzt geschehen. Es ist nicht jetzt irgendwie, dass man jetzt sagt, Celsius ist bankrott. Das kann man jetzt aus heutiger Sicht überhaupt noch nicht sagen. Denn es gibt jetzt theoretisch drei Szenarien. Szenario Nummer 1, Celsius ist tatsächlich bankrott. Das wäre sozusagen das Albtraum-Szenario, denn dann würde nicht nur die ganzen Nutzer da drauf plötzlich um ihre Funds bangen müssen, sondern es geht jetzt noch weiter. Es gibt natürlich viele, viele andere Plattformen, die an Celsius Geld geliehen haben, damit die mit dem Kapital weiterarbeiten. Und wenn du jetzt sozusagen sagst, ey, ich bin bei irgendeinem Länder und der Länder ist selber eine Blackbox, also du hast keine Ahnung, wie dort der Yield generiert wird, und dann sitzt... Herr Julian benutzt immer sehr viele Anglizismen, also für jemand, der jetzt gar nichts mit der Sprache anfangen kann, das ist immer ein bisschen schwierig. Also Yield sind im Prinzip immer die Zinsen und Blackbox, damit meint er, glaube ich, die Tatsache, dass sie eben ja nicht viel preisgeben über ihr Geschäftsmodell und man nicht so richtig nachvollziehen kann, wie sie Geld verdienen und vor allem, wie das Ganze denn funktioniert und auch vielleicht nicht funktionieren könnte. Und das ist genau das, was ich vorhin zu euch meinte, genau dieser Rattenschwanz, der dahinter steckt, ja. Also wir haben eben nicht nur Celsius, sondern jetzt hat er darüber gesprochen, dass eben viele Leute da Geld investiert haben, auch Firmen, das natürlich die Einleidtragenden, aber eben auch Unternehmen, die quasi mit denen angebunden sind und verpartnert sind, so wie Nuri, die eben direkt mit denen arbeiten und auch die sind alle natürlich in Mitleidenschaft gezogen. Erinnert mich so ein bisschen, auch wenn es hier ein kleinerer Stil ist, an diese Evergrande-Geschichte aus China. Evergrande, dieser zweit- oder drittgrößte Immobilienverein da drüben, ist ja schon seit längerer Zeit in der Schieflage. Und nur ein Beispiel, Tether hat einen großen Anteil ihrer Reserven, sind eben dort bei dieser Firma oder sind bei Evergrande. Wenn also die pleite gehen sollte in China, man sagt ja immer, China fällt ein Sack Reis um, ja, wenn da der riesige Sack Reis umfällt, dann passiert auch hier extrem viel. Und ich glaube, wenn diese Evergrande-Geschichte implodiert oder explodiert oder was auch immer passiert, dass dann eben auch sehr, sehr krasse Wirkungen auf Tether kommen können. Da und sagst, mich trifft es nicht, weil ich bin ja bei Firma ABC in Deutschland oder ich bin bei Firma ABC in dort. Und ich habe zwar keine Ahnung, wie die den Yield generaten, aber es ist ja nicht Celsius. Naja, das weißt du jetzt nicht, weil jetzt können diese Sekundäreffekte reinkommen. Und davor hat natürlich jetzt der Markt extrem Angst. Also, dass diese Sekundärkonsequenzen massiv sind. Berechtigt. Und wenn das natürlich passieren würde, dann würde meiner Ansicht nach auch der Markt ziemlich crashen. Also, dann könnte es locker von hier nochmal 25-30% runtergehen. Und ich weiß, das klingt teilweise Wahnsinn, wenn man sich das von hier von jetzt irgendwie ein bisschen durchüberlegt, wo wir eh schon bereit sind. Bitcoin bei 25.000 und so. Und also hoffen wir mal nicht, dass es das ist. Und es gibt auch, muss man auch fair sagen, weder irgendwelche Hinweise noch Zahlen, Daten, Fakten dafür, dass es so ist. Die zweite Möglichkeit hier. Also das muss man auf jeden Fall mal, ich meine, Julian ist ja doch sehr polarisiert. Ich persönlich fühle ihn, habe ja auch mit ihm schon Videos zusammen gemacht, mag ihn sehr, sehr gerne. Aber ich muss ganz klar sagen, also er bleibt immer sehr, sehr sachlich und faddet nicht viel rum. Also es gibt ja viele YouTuber, ich manchmal auch eingeschlossen, die manche Themen aufgreifen, die vielleicht gar nicht so dramatisiert werden müssten. Er lässt direkt die Kirche im Dorf und sagt, hey, da ist aber momentan nichts dran, es gibt keine Indizien, die dafür sprechen. Gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Viele Leute spekuliert haben es. Es gab hier einiges an Fundflow plötzlich von Celsius weg zu FTX und so weiter, wo die Leute jetzt spekuliert haben, dass Celsius die Withdrawal stoppt, irgendwelche Short-Positionen aufgebaut hat und jetzt anfängt zu traden, weil sie tatsächlich zu wenig Funds haben und jetzt sich sozusagen wieder ins Plus traden wollen. Und das wäre natürlich auch massivst fragwürdig, ob das Ganze nicht eher an Fraud, an Scam schon kommt. Muss man natürlich auch sagen, dass das absolut aus der Luft gegriffen ist. Also jeder, der das hier jetzt zurzeit irgendwie sagt, der erfindet hier einfach zurzeit Sachen. Es gibt hier keine Zahlen, Daten, Fakten, dass das so ist. Aber es ist natürlich eines der möglichen Szenarien. Ich muss ganz klar sagen, weil ich vielleicht auch ein Optimist bin, dass das wahrscheinlichste Szenario, das ist, dass Celsius zwar theoretisch
den Großteil der Funds decken kann. Es kann sein, dass sie nicht alles decken können, aber sagen wir mal den Großteil der Funds. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jeder alle Funds abzieht, ist ja unglaublich unwahrscheinlich. Das ist, also, das, sagen wir mal den Großteil der Funds. Vielleicht können sie auch alles abdecken, das weiß ich nicht, aber sagen wir mal den Großteil der Funds. Aber sie haben Probleme, den Cashflow zu treffen. Das heißt, dass einfach so viel Withdrawals sind und so viel Cashflow ist und sie tatsächlich Probleme haben mit ihren Ethern, dass sie tatsächlich Probleme haben wegen UST und dass sie jetzt irgendwie reshuffeln müssen, rebalancen müssen, um diesen Cashflow zu treffen. Und um das zu schaffen, haben sie jetzt mal alle Withdrawals, alle Prozesse sozusagen gestoppt. Also das ist, glaube ich, generell das Problem, was wir gerade haben, der Vertrauensverlust. Ich habe vorhin schon generell vom Kryptomarkt gesprochen, aber jetzt natürlich auch bei Celsius. Selbst wenn sie jetzt so gerade sind und jetzt wirklich versuchen, alle Leute, die gerade ihr Geld wollen, irgendwie auszucashen und so weiter und das sogar erfolgreich sein sollte und man eigentlich sagen müsste, ihr habt diese schwierige Situation gut gemeistert, es würde leider nichts daran ändern, dass die Leute, die ihr Geld abgezogen haben, sich den Schweiß von der Stirn wischen und nichts mehr von Celsius wissen wollen. Die kommen ja nicht morgen zurück und sagen, ach ja, Mensch, hat ja geklappt, ich versuche hier nochmal mein Glück. Ganz im Gegenteil, die sind saufroh, dass sie nochmal rausgekommen sind mit dem blauen Auge und wollen jetzt nichts mehr damit zu tun haben. Das heißt, nach der Auszahlung fehlen diese Kunden als Einzahler und das bringt natürlich generell Cashflow durcheinander. Und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, den Julian da aufgreift. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das kommt natürlich damit rein. Und dann hast du plötzlich große Probleme, neue Gelder reinzubekommen. Tja, und dann wird es irgendwann knapp, denn irgendwann wollen auch die, die vielleicht jetzt noch nicht auszahlen wollten, dann schon auszahlen und das wird dann natürlich ein großes Problem. Übrigens, Leute, habt ihr gesehen, er fährt ja ein Tesla, ganz schön lahme Kiste, ne? So ein Tesla wird hier von einem kleinen Wagen nach dem anderen überholt hier. Sondern man weiß es eben aus jetziger Sicht nicht. Und das macht es natürlich extrem schwer. Das sind gute Autos hier, das sind gute Autos. Wie hier das abzuschätzen. Wie gesagt, weder ich noch eine meiner Firmen oder irgendjemand in meinem Umfeld hat irgendwie Funds bei Celsius gehabt. Der Grund war für mich immer ganz einfach, weil ich dieses Blackbox-Ding nicht einfach will. Ich brauche Transparenz und das ist hier immer ganz wichtig. Und jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wie entwickelt sich das jetzt weiter? Und es hängt natürlich von diesen Szenarien jetzt ein bisschen ab. Wenn natürlich das einfach nur ein temporärer Stopp von den Withdrawals war, dann wird sich der Markt wieder erholen, sobald die Withdrawals wieder auf. Für alle, die vielleicht gar nicht wissen, was er gerade da redet, Withdrawals sind Auszahlungen. In Celsius wird wahrscheinlich massiv abverkaufen, beziehungsweise wird ziemlich gedumpt, plus die Leute wollen ihre Funds raus, denn die haben natürlich keinen Bock mehr auf das. Verständlicherweise. Wenn Celsius... auch schönes Auto hier. Das sind doch mal die guten, Julian, guck doch mal. ...hergeht und man draufkommt, dass die hier wirklich gegen den Markt getradet haben oder geht sogar gegen die Kunden, dann wird es wahrscheinlich sogar noch mal mehr Probleme in dem Ganzen geben. Ich gehe mal davon aus, wenn die einfach sagen, hey, Withdrawals gehen auf, dieser Liquidity Crunch ist vorbei, wird es wenig Investigation geben. Ist in den Terms and Conditions bei denen so definiert, glaube ich jetzt nicht, dass es so die Herausforderung ist. Die große Frage ist eben, wenn die tatsächlich sagen, wir sind insolvent. Unsere Liabilities, also unsere Verbindlichkeiten, liegen über unseren Vermögenswerten. Wir können die Auszahlungen nicht betätigen und dann wird es natürlich schwierig. Dann geht's los, wer sind die Schuldigen, wo wurden schlechte Entscheidungen getroffen. Dann hängt es natürlich davon ab, was sind die potenziellen Konsequenzen. Das wird kein schönes Bild. Plus wird es natürlich auch für den Kryptomarkt wahrscheinlich ein ziemliches Runtergehämmere. Ja, vor allem, es wird ja nicht nur dabei bleiben, denn sind wir mal ehrlich, jetzt kam eben schon von einem von euch die Frage, was ist mit Nexo, ich habe da Geld liegen, ist das sicher? Ihr merkt schon, wohin die Gedanken sofort führen, was ist ähnlich, wo habe ich auch jetzt vielleicht ein bisschen Angst, ja, oder wo muss ich vielleicht ein bisschen Sorge haben und das ist es eben. Also das ist so ein Lauffeuer, das plötzlich auch unschuldige Plattformen, die eigentlich nichts damit zu tun haben, eben genauso trifft und das ist natürlich das Ding. Und da jetzt eben erst Luna kam, jetzt noch Celsius, die Leute werden große Profite plötzlich auf einmal sehr kritisch sehen. Ja? Wenn also einer erzählt, hey, bei Krypto kannst du 30% machen, war das bis vor ein paar Tagen für uns alle, ja klar, Logo. Aber dann wird es plötzlich doch sehr kritisch beliebäugelt, oder nicht beliebäugelt, wird es sehr kritisch begutachtet. Die Leute werden dann eben doch sehr, sehr vorsichtig sein bei ihrem Investment und werden eben solche Plattformen meiden. Das führt wiederum dazu, dass die Plattformen untereinander große Probleme bekommen und das führt dann zur nächsten Kleinkrise, die vielleicht wieder ausartet. Also wir sind hier gerade in einem echt widerlichen Teufelskreis. Hoffen wir einfach mal, dass sie das hinbekommen. Nicht, weil Celsius jetzt so wichtig ist für mich, sondern ganz generell, weil das, glaube ich, den Markt komplett durcheinander bringen würde. Für unsere Firma schon aus
Also wir haben schon versucht, Kontakt aufzunehmen mit Celsius. Wir wollen schauen, wie wir helfen können. Unser Balance Sheet ist extrem stark. Unsere Kundendatenbank ist extrem stark. Und vielleicht findet man ja hier irgendwie... So viel Zeit muss sein, ne? So ein bisschen Props für seine eigene Firma. So viel Zeit muss sein. Aber die geben wir gerne alle raus, Julian. Du machst, glaube ich, schon gutes Business. Und ich glaube, du weißt auf jeden Fall, wovon du redest. Die Gedankengänge sind definitiv die richtigen, die er da hat. Und ich finde es auch immer sehr gut, dass er das, denn wie ihr seht, selbst zwischen Tür und Angel mit uns teilt. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Werde ich mir mal wieder öfter geben. Wo man sagt, okay, das ist eure Schwachstelle gerade. Kein Problem, da können wir mithelfen. Okay, wir springen mal zur Story dahinter. Story hinter der Story erzählen. Die Story hinter der Story ist, dass es eine ziemliche Mafia im Kryptobereich gibt. Und das sind vor allem drei Institutionen, die ich jetzt nicht beim Namen nenne. Aber ich. Nein, Spaß. Ich glaube, ihr wisst sie alle. Zumindest zwei der großen kennen wir, die Market Maker. Auf jeden Fall sehr, sehr spannende Geschichte. Der CEO von FTX. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass er Mafiosi ist, um Gottes Willen. Aber das sind auf jeden Fall schon sehr, sehr spannende Geschichten, die man da lesen kann. Und auch über Alameda Research. Ja, also lest euch da auf jeden Fall mal rein. Das sind die, oder ist einer der beiden großen Market Maker. Ich glaube, 70% aller Tether sind über deren Tisch hier gegangen. Also von daher sehr, sehr spannend. Auf der einen Seite natürlich erschreckend, wie wenig Marktteilnehmer wie viel Macht haben. Andererseits aber gerade so, was den FTX oder den FT-Token betrifft, glaube ich, ja, vielleicht nicht ganz verkehrt, sich auch mal damit zu beschäftigen, wie FTX so die, oder deren Zukunft so ausschaut. Drei Institutionen, die ich jetzt nicht beim Namen nenne. Ich habe nämlich keinen Bock, dass irgendwelche Bitcoin-Maxis mir jetzt wieder nachlaufen. Beziehungsweise irgendwelche anderen Leute von diesen Firmen. Und das ist eine ziemliche Mafia im Kryptobereich. Und das große Problem dahinter ist, dass wenn du dich in dieser Mafia einlässt, dann bist du in der Familie drinnen. Und wenn du dich ein bisschen mit der Mafia auskennst, ich kenne mich null mit der Mafia aus, aber ich kenne die Geschichten, dann ist, wenn du einmal in der Familie drinnen bist, gibt es keinen Weg mehr raus. Es ist eine One-Way-Street. Und so sieht's aus. Ja, spätestens nach... Was habe ich zuletzt? Die letzte Mafia-Serie, die ich gesehen habe. So Pablo Escobar gab es da, diese Serie Narcos, die gab es da bei Netflix. Ist auch schon ein paar Jährchen her. Aber die war auf jeden Fall ziemlich cool und da sieht man auf jeden Fall, das geht da immer viel mit Spaß und Humor her, solange man dazugehört. Und wenn nicht, dann definitiv, dann hat man nicht mehr ganz so gute Karten. Ja, aber wie es ausschaut, ist Julian ja kein Teil davon. Also dementsprechend freue ich mich sehr. Mal gucken, was er jetzt noch so erzählt. Ich weiß das. Und vor allem, woher er die Infos hat, will ich mal gerne wissen. Weil wir bei uns in der Firma extrem oft Angebote von diesen Institutionen bekommen haben. Mhm. Für super attraktive Deals. Und diese Deals sind immer die gleichen. Die Deals sind immer, du musst mit Tether zu tun haben. Du musst bei den unterschiedlichsten, alles, was halt diese Firmen sozusagen angeht, mitmachen. Rund um Bitcoin-Anleihen und was weiß ich was. Alle Sachen, über die ich jetzt nicht irgendwie öffentlich hier spreche. Aber jetzt versteht ihr vielleicht, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wegen Tether und so weiter, jetzt versteht ihr, warum da eben nicht groß ermittelt wird, nicht groß geredet wird, denn ihr kennt ja die alten Filme, auch da hält sich der Staat größtenteils heraus, denn die möchten nicht unbedingt mit den Leuten zu tun haben, ja. Und dementsprechend könnt ihr euch ja vorstellen, warum Tether eben nicht so groß juristisch angegangen wird, obwohl, glaube ich, vielen Anwälten es unter den Nägeln brennt, so einen riesigen, milliardenschweren Fall in die Wege zu leiten. Aber es ist natürlich auch mit viel Gefahren verbunden, denn wo so viel Geld verdient wird, tja, da fallen auf jeden Fall mal richtig gefährliche Spähen und dementsprechend sind die Leute da sehr zurückhaltend und das wird einer der Gründe sein, warum es eben keine großen Ermittlungen gegen Tether bisher gibt oder gab. Weil ich eben, wie gesagt, keinen Bock habe, dass irgendwie dann sofort von den ganzen Maxis losgegangen wird. Und die Story dahinter ist, dass diese... Mir gefällt auch, wie er so ein bisschen so gegen Maxis stichelt, ja. Zum Glück haben wir hier nur XRP-Maxis, denen sind die BTC-Maxis relativ egal. Aber ist schon witzig, wie... Ist er nicht eigentlich auch derjenige, der immer sehr, sehr viel Bitcoin nach vorne gebracht hat? Gut, Maxi war er jetzt, glaube ich, nie. Er hat auch immer viel von Ethereum gesprochen und auch von anderen Projekten. Aber diese Stichelei gefällt mir doch schon wieder hier. ...großen Institutionen mit ein paar anderen Firmen zusammenarbeiten. Meistens so mit 7 bis 8 Firmen. Und das sind auch die Firmen, die extrem gut im Kryptobereich sind. Und diese Firmen machen eigentlich alles so ziemlich wie so, halt so wie die Mafia ungefähr gleich. Das heißt, man geht in die Sachen rein, stützt sich gegenseitig, man schiebt sich die Bälle hin und her. Und solange alles gut funktioniert, passt alles. Und bei Terra ist es aber ein bisschen in die Luft gegangen, weil...
war natürlich auch wieder interessant, dass hier alle diese Firmen sozusagen bei Terra involviert waren, dass UST in die Luft gegangen ist. Und hier hat, soweit ich das mitbekommen habe, Celsius ein bisschen sozusagen den Rest der Familie hintergangen, indem die zu schnell rausgegangen sind aus UST und dadurch einfach einen unfairen Vorteil den anderen gegenüber gehabt haben. Und dadurch sagen auch viele, dass Celsius Terra kollabieren hat lassen. Ob das stimmt oder nicht, ist natürlich eine Frage. Gibt auch viele Leute, die sagen, es war gar nicht Celsius, das war Doc Juan selbst. Wow, das ist mal eine krasse Info. Also vielen Dank für den Tipp. Das ist auf jeden Fall schon mal Gold wert gewesen. Heftig, diese Connection hätte ich ja niemals gezogen. Wahnsinn. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Allerdings ist der Rest der Geschichte deutlich klarer. Es wurde dann einerseits der Celsius-Token-Portal geschortet. Der Grund, warum das natürlich dramatisch ist, weil hier der Preis runtergegangen ist, dass das Kollateral das Celsius-Network ganz oft verwendet hat, um bei Partnern Geld zu leihen. Dieses Kollateral ist runter, das heißt, die haben mehr Kollateral gebraucht. In dem Moment hatten die ein Liquiditätsproblem. Gleichzeitig haben dann wieder ein paar Spieler, und das kannst du alles selber recherchieren, ohne dass ich dir jetzt die Namen gebe, haben ein paar Spieler angefangen, ST Ether, also das ist Lido Ether, angefangen zu verkaufen, was dazu geführt hat, dass Celsius noch mehr Druck gekommen ist, weil hier bekannt ist, dass die einiges an Ether, ich glaube 35.000 Ether letztes Jahr oder so, das eigentlich diese Lido Ether decken sollte, verloren haben. Das heißt, die haben hier wieder Kollateralprobleme bekommen. Plus danach wurde ziemlich fatt gemacht, dass hier die Leute... Ist das spiegelverkehrt oder hat er da einen Rechtslenker? Also, wart ihr schon mal in Singapur? Ist es da Rechtslenker wie in England? Überhaupt, ich muss mal wieder, ich bin jetzt voll gefesselt vom Julian hier, ich guck mal rein, was bei euch abgeht. Ja, Carlo, Horst Betrüger, also ich bin ehrlich zu dir, Julian ist schon ein sehr, sehr netter Kerl. Sicherlich hat er schon mal sehr seltsame Aktionen gebracht und die bringt er wahrscheinlich auch in Zukunft mal wieder. Aber die haben wir, glaube ich, alle mal gebracht, ihn jetzt so als Betrüger dastehen zu lassen, weiß ich nicht. Ja, ein paar unkoschere Dinge sind da definitiv vorgefallen und ich will ihn jetzt auch nicht in Schutz nehmen, aber Betrüger ist schon so ein hartes Wort, weiß nicht. Ja, stimmt auch. Aber Philipp sagt, es würde doch jeder sagen, er gehört nicht dazu. Aber weißt du was, Philipp? Aber was hätte er davon, dieses Thema jetzt aufzugreifen, wenn er seine eigenen Leute damit indirekt irgendwie an den öffentlichen Pranger stellt, weißt du? Also warum sollte er jetzt diese Mafia-Geschichte auspacken, wenn er ein Teil von denen wäre? Die würden doch Wert darauf legen, dass im Verborgenen weiterbleibt, weißt du? Und ich habe schon mal eine Doku gesehen, geht aber viel zu weit, ja, dass die Mafia, irgendwie gibt es ja immer die Filme so aus den ja, vergangenen 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, keine Ahnung, wo sie da mit ihren Hüten und ihren, was sind das immer, diese Thompson-Gewehre da durch die Gegend laufen und alle niederschießen, die ihr Schutzgeld nicht bezahlen. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch durchaus die Theorie, dass sie noch gar nicht so weit weg sind, wie alle glauben, sondern dass die Mafia nach wie vor überall Einhalt hat und eben auch in der Politik aktiv ist, regelmäßig dort auch bei wichtigen Entscheidungen das Sagen hat und die Mafia so im Hintergrund die ganzen Geschehen leitet, würde ich auch nicht unbedingt abstreiten wollen. Also ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass das nicht stimmt, sondern das hört sich für mich plausibel an. Aber gut, das wollen wir, glaube ich, alle gar nicht wissen. Das danke, Linksverkehr. Okay, vielen Dank, Freunde. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ripple ist auch eine Mafia. Jetzt geht los. Gleich ist FFTK auch eine Mafia. Ich merke schon. Lass mal gucken, was Julia noch zu berichten hat. Ich finde das mega spannend. Vielen Dank für den Tipp, Freunde. Allerdings ist es halt immer leider das Gleiche, dass die Leute natürlich immer gerne in ihrem eigenen Interesse sind. Und das ist ja ganz normal. Und wenn natürlich auch. Ist er gerade ohne irgendwas? Hat er nichts gesagt? Ist er einfach durchgefahren durch die Schranke? Allerdings ist es halt immer... IOTA-Style oder was? Oder hatte er vorne irgendwie einen Chip oder so? Krass. Das Gleiche, dass die Leute natürlich immer gerne in ihrem eigenen Interesse sind und das ist ja ganz normal. Und wenn du natürlich auf gewisse Sachen wettest oder in gewisse Sachen setzt und es ist dir nicht so ganz klar, dann weißt du oft nicht genau, welches Spiel du spielst und das habe ich ja auch gesagt. Understand the game you're playing. Und ich glaube, die wenigsten Leute verstehen das oft, weil ihnen gewisse Connections oder Infos auch einfach ein bisschen fehlen. Mit dem schauen wir mal, ob das tatsächlich jetzt zu einem Warnschuss für alle Firmen wird, die dort irgendwie drinnen stecken und sich dann einfach niemand mehr traut, weil einfach jeder sagt, Alter, es ist nur One Way und da kommt man nicht mehr raus. Kann auch sein, dass sich das aber komplett in eine Gegenrichtung entwickelt. Hoffen wir mal, dass sich das Ganze wieder löst. Und
und hoffen wir, dass es auf den Kryptomarkt nicht zu stark einen Einfluss hat. Bei mir, ich habe jetzt Interview, genau zu diesem Thema kommt ziemlich ein großes Medienoutlet für uns in Office und werde mal schauen. Okay, ja, also nochmals vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannendes Video. Ja, so viel kann ich dazu ja gar nicht sagen, weil er hat ja eigentlich schon sehr viel erzählt und es sind ja auch viele Unterstellungen, die ich jetzt erstmal so glauben muss. Ich kann da ja jetzt nicht wirklich viel zu sagen, aber es hört sich auf jeden Fall plausibel an. Mit Kennzeichen-Scan, ja okay, das ist geil. Mal abwarten. Also erstmal, Nuri ist gar kein Scammerhaufen, ganz im Gegenteil, die sind sehr gerade, sehr vernünftig und wenn die Probleme haben, dann wirklich jetzt in diesem Fall einer anderen Partei geschuldet. Aber momentan würde ich jetzt erstmal abwarten wollen. Und wenn das wirklich stimmt, was er erzählt, wer weiß, vielleicht sollte das wirklich jetzt nur ein Warnschuss sein, vielleicht werden die Brüder untereinander da sich jetzt gegenseitig unterstützen und das Ganze nochmal irgendwie retten. Auf jeden Fall ein mega spannendes Video, vielen Dank dafür, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und wir können gerne, wenn ihr Bock habt, sehr, sehr viel öfter mal so Reaction-Videos machen.